Hallo und Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch herzlich zu einer neuen Folge von Let's Play Digimon Stories einfach los begrüßen. Die Tür geht jetzt auf, weil wir gar sind. Wir haben den in der letzten Folge voll krass geöffnet. Oh yeah. Hier sieht es ganz schön strange aus, Leute. Hier ist irgendwas im Busch. Ich weiß nur nicht was, aber ich glaube, das kriegen wir nur raus. Ja, der guckt auch ganz schön deppert. Der guckt ganz schön blöd. Muss man schon sagen. So. Manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie der Heide, wenn ich so Schwäbisch schwätze. Ich weiß, der schwätzt zwar Bayerisch und Schwäbisch, wobei Schwäbisch effizient ist als Bayerisch. Bayerisch klingt immer so aggressiv. Schwäbisch klingt immer so ein bisschen gechillt. So ein bisschen junger, mach mal lockerer. Obwohl mir ja gar nicht locker sind, ich schaffe den ganzen Tag und muss Geld verdienen und muss sparen. Es ist so leicht, Leute. Es ist leicht, ne? Oh Mann, ich selbst kann mich einfach nicht essen, wenn ich Schwäbisch rede, ich weiß nicht, irgendwie. Der Akzent ist cool, aber so in Videos und öffentlich, Der Heiler macht es besser. So, ich habe keine Ahnung, was die gelabert habe, ich habe einfach irgendeinen Scheiß auf Schwäbisch gesagt. Ja, ich kann nicht müde, weil ich müde bin, weil wir 22:03 Uhr haben. Ist immer ganz witzig, wenn du die falsche Abzweigung nimmst, bist du halt hart gefickt, weil dann musst du zurück, weil, ja. Ist sie gefickt. You are fucked, bitch! Der Tunnel geht einfach weiter. Ja, vielleicht sollten wir einfach weiterlaufen! Laufen, bis wir in Kyoto sind. Lol. Er hat sich jetzt einfach gedacht, Jolo, ich rammel zu machen. Stopp, keinen Schritt weiter. Grenze des Stadtbezirks. What? Ja, toll. Und jetzt darf ich nicht mehr weiterlaufen. Das ergibt natürlich Sinn. Hey, ja, lauf da mal hin. Aber jetzt nicht mehr weiterlaufen. 5 Meter und dann ist er voll aufzulaufen. Ich bin Kyoko, ich bin sinnlos. La. Ich dachte, es kommt voll die krasse Quest mit dem Tunnel, aber ja, ich komme nicht spät. Da kommt aber auf jeden Fall noch was, aber anscheinend kommt spät. Das ist ganz schön schade. Ach ja. Ja. Der Fall. Gar nicht ersteht. Okay. Gibt es Menschen, das ist also wie Wolken, das will ich anfassen. Das ist sehr Zuckerwatte. Es schmeckt auch wie Wolle, wenn sie falsch gemacht ist. Zum Tokio Motropilipilapalapipapupa Pen Pineapple Apple Pen. Kennt ihr das noch? Das ist so 2017. Ja, wir haben 2017, wenn dieses Video rauskommt, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann ja, dürft ihr mich hauen. Ach, du bist ja um die Lobby anzuschauen. Ja. Ernster Beamter. Beamte können ernst sein, wusste ich gar nicht. Alle Beamten getriggert. Wuhu! Ja, ja, System mit Terminal Server Hack mache ich jeden Tag. Beziehungsweise kann ich gar nicht machen, weil ich keine Admin-Rechte bei mir in der Firma habe. Sicherheitsrisiko, wenn der Azubi Admin. Ja, ihr habt ja recht. Ach ja. Ich meine, ein Computer von uns war heute nicht in der Domäne, warum auch immer, und ich konnte ihn einfach nicht aufnehmen. Ich musste einfach drei Stockwerke wieder hochlaufen und meinen Kollegen holen, dass er sich an den PC kurz anmeldet, um ihn in der Domäne aufzunehmen. Das kann zwar auch unser Software-Vorteil-Programm, aber da ich ihn umbenannt habe, war das irgendwie gut. Aber wir haben es geschafft! Dann waren alle glücklich. Oh mein Gott. Sie leben einfach noch! You know what I mean? What do you mean? Vielleicht soll ich nächstes Mal die Digimon, die kämpfen, ein bisschen mehr anpassen. Wir haben nämlich einmal, wobei eigentlich ist das hier ganz gut, wenn du hier einfach mal nur auf den gehst und ein paar davon fängst! Und du bist dann eigentlich perfekt, um den hier zu finden. Man muss nur wissen, wie, man muss nur wissen, wie! Aber ich glaube, ich hole mal eben Akira ins Boot.
dass wir hier so ein bisschen, was ist, komm ich da hinten eigentlich hoch? Komm ich. Da ist ein Tick-Sekret! Ich will, weil da drin sind meistens tolle Sachen. Und ich mag schicke Sachen! Hm, ja. Ich schau mal, was in dieser Kiste sich befindet. Ah, bis Ohren! Vielleicht sind in dieser Kiste ja Ohren. Ganz bestimmt, Patrick. By the way, wenn wir gerade eh schon dabei sind und Technikkram. Wobei, das war eh letzte Folge, aber ist ja auch egal. Ich werde mir jetzt noch eine neue Grafikkarte holen, vermutlich die 1070 Ti. Neue Festplatten, dass ich mir ein komplett neues System aussetzen kann. Nochmal eine externe, dass ich darauf meine Datensicherung machen kann. Und dann die Evermedia Live Game HD Plus, die in 1080p 60 capture kann. Das heißt, ich werde dann zumindest, Virus ist ziemlich useless. Habe ich nochmal Datei? Nee, ich habe nur noch Virus. What? Machen wir den hier. Nee, warte mal. Warte. Ja. Aber machen wir den mit dem. Ja. Da kommt bestimmt noch dran. Nein, kommt dann. Ja, was ich sagen wollte, ist Wind gegen Wasser nicht sogar. Okay, dann. Ich hole mir jetzt noch eine Kraka, vermutlich die 1070 Ti und die Live Gamer HD Plus, die dann 1080p 60 captured. Wo ich aber dann in 4K aufnehme und auch in 4K rendere. Ich meine, ich könnte mir auch eine Capture Card von Elgato holen, die dann extern ist und 400 Euro kostet, die dann 4K 60 kann. Aber, ich kaufe dann lieber, oh, da hinten ist ein Eater, lol. Und der chillt da einfach sein Life so, hello, I'm a Eater, lululu, ich mag Äpfel mehr als du, lululu. Chillt da sein Leben, ja, lol. So, wir gönnen uns jetzt erstmal eins nices Stigma. Hat, nee, erstmal warum. Du kleine Bitch. Du kleine Bitch. Kriegst mal. Fotze! Friss das! Friss. Friss! Friss jetzt! Genug gefressen, du Fotze. Jetzt zieh ich's hier. Und ja, wie gesagt, davor möchte ich mir halt erstmal zwei 4K-Bildschirme holen, dass ich auch wirklich in 4K aufnehmen kann. Weil aktuell muss ich dann die Fenster nur bei S immer größer ziehen, weil ich habe nur einen 1080p-Bildschirm. Dann hole ich mir zwei 4K-Bildschirme, einen 4K-Fernseher, dass diese PlayStation 4 Pro mal einen Nutzen hat. Dann einen Rode mit einem vernünftigen Mischpult, eventuell eine Soundkarte. Und dann vielleicht noch. Dann wäre ich so für 3-4 Jahre, gut, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, oh doch, wir kriegen den vielleicht noch. Wobei, wenn er einen Patamon lag, ob das für 28 reicht? Wir können es ja mal, wobei das reicht anscheinend. 5 EP! Ja, willst du mich fängen? Ich meine, ich könnte mir hier zwar noch einen Brave Point geben. Heil noch. Aber der gibt zu viel. Weißt du, er braucht 5. Da gebe ich ihm nichts, was 10.000 gibt. Gib mir einen Encounter bitte, dass ich den kurz kämpfe, dass der Spaß seine 5 EP kriegt. Spiel, please. Gib mir einen Fight. Geil. So. Bye. Hi. Irgendwie hat es nicht gepasst, bei dazu singen. W-Laser! Ich liebe WXWmon. Ich liebe dieses Digimon. Ich möchte mit ihm. Was? Also. Nicht zu weird werden hier, bitte. Bitte bleibt noch jugendfrei. Sitter! Aber nur für den Fall, dass ich ein Vollidiot bin und nicht weiß, wie die Digimon ihre
Schatten aussehen. Im leichter Schatten. Aber ich glaube schon, dass das Rapidmon ist. Das hier ist Rapidmon. Das hier wird Rapidmon sein. Unser erstes Ultra-Level-Digimon, Leute. Nice. Ich kenne mich hart aus. So, wer wäre denn als nächstes so dran? Weil ich habe hier einen Brave Point, der die 10k Dings gibt. What do you need for Verigarumon? Angriff 90. Ich glaube, da ist der weit von weg, ne? Nein, mal so weit. Aber der braucht halt auch nur 28, wie ich das gesehen habe. Und da lohnt sich das halt auch nicht. Wie sieht's denn bei dir aus? Du brauchst, glaube ich, 30 für fucking XWmon, Alter. Ha. 30 für Walkwallmon. Der ist aber auch dann OP. Also 30. Bei dir würde sich das lohnen. Du kommst vielleicht nicht ganz. Das wäre schon geil, wenn es dann auch gleich direkt was bringen würde. Der braucht auch 30. Und ist erst auf 25. Was brauchst denn du? Was ist ein Mirage Gaugamon? Ich würde sagen, der braucht noch 28. Und ja gut, du machst ja dann eh dein Peldramon. Bei dir wird es sich eventuell auch lohnen für Stingmon. Wer ist ein Stingmon, der da? 14. 14. Ich wäre aber fast dafür, dass wir uns nochmal ein Ultra-Level-Digimon holen. Welches Level ist der? 25, ja, das wird gerade so passen. 25 brauche ich noch. Das ist auch ein bisschen. 2000. Bei eigentlich? Ist bei ihm fast. Ja doch, bei ihm wäre es am besten. Bei ihm wäre es so am besten, weil... Nee, eigentlich bei ihm, weil er braucht das höchste Level. Er braucht das höchste Level. Level 30. Und er hat das niedrigste in dem Fall. Jo. Jo, machen wir jetzt. Weil das wollen wir ja auch irgendwann mal benutzen, ne? Ach, wir haben 3 Stück! Alles klar. Gut, dann ist das ja eh. So, du... Na, fuck, reicht nicht ganz. Bei dir soll es aber reichen. Ach ja, trollt mich halt. Trollt mich einfach alle, ey. Eigentlich was ich bei Wormann, aber... Na, das ist... Nee. Gut, dann digitieren wir dich auf jeden Fall zu Mirage Gaugamon. Angriff 90. Nee, halt, das ist Verigarumon. Das ist Mirage. Was ist das Mirage? Also das ist Verigarumon. Das sehe ich von hier aus. Das ist doch, das ist er. Das ist. Oder heißt, ist Mirage Gaugamon, ist das Ultra? Oder heißt der anders? Aber das ist er auf jeden Fall. Ich bin ziemlich sicher, dass das der richtige ist. Mecha-Gaugamon? Mach Gaugamon! Das steht hier seitens, das ist ein bisschen doof. Aber jetzt haben wir den hier. Ja, zu hoch. Ah, ist es noch gar nicht. Und dann würde ich halt schon sagen, 401 EP, 106 EP, dass wir die zwei noch auf 30 haben und dann haben wir halt einfach mal eben 4 Ultra-Level-Digimon. Das ist halt schon geil! Ich meine, gut, das warum man jetzt gegeben zu geben hätte. Aber so viel sind jetzt auch nicht. Ich meine, wir kämpfen gleich gegen den fucking, so, was gegen alle? Gegen eins Gegner. Gegen eins nice Gegner. Hast du was gegen alle? Nu, doch. Ja. Ich will auch nur, dass die auf 30 gehen. Das reicht mir schon. Hat das gereicht? Ja. Ja. Sehr schön, Leute. Wir gönnen uns die Ultra-Level-Digimon heute hart. Ultra ist am Start. Ja. Läuft bei uns. So. Du, mein Guter, wirst zum Guten. Metall-Greymon. Metall-Greymon! Ich liebe den Sprecher. Und das ist cool, wie wir da...
Trophy-Gruppe. Ja. Wenn wir schon dabei sind. Darfst du noch zu Vogue-Roman werden? Na doch, das ist schon der, oder? Das ist er never. Doch, das ist es schon. Ich habe 50%, dass es Vogue-Roman. Ich kenne die Schatten der Digimon. Das ist Vogue-Roman. Leute, wusstet ihr schon, dass das hier Vogue-Roman ist? Ja, fuck. Ja, wer ist es denn dann? Ich lasse halt einfach gleich die Datei und mach das nochmal. Hä? Ja, da? Nee. Das ist so 100%. Ist das das? Nee, das. Ja. Jo, dann gönne ich mir jetzt mal eben die Beendigung und digitiere dann alles wieder so, wie es war und guck, dass wir dann zu einem Vogue-Roman kommen. Patrick, das hast du echt gut gemacht. Bis gleich, Leute. Okay, ich muss aber auch sagen, das Bild von Vogue-Roman ist halt echt blöd gewählt. Weißt du, es hat einfach so ein mega riesiges Digimon des Todes und dann so ein kleines Bild. Naja, so, jetzt müssen wir Digimon verschieben, denn wir wollen logischerweise alle Ultra-Level-Digimon da drin haben, aber das wird dann ein bisschen viel. Deshalb, sag ich mal, reicht es? Also Wormon und Veromon, reicht das? Ja. Wir haben jetzt einfach schon... Na gut, der ist jetzt halt auch noch drin. Ja, aber der ist am weitesten. Ja. So, dann würde ich sagen, könnt ihr euch eigentlich noch Zeug hier reinholen? So, nein, du bist voll. Du bist auch voll. Du hast noch was, das können wir da reinpacken. Immer erfolgreiche Flucht, mehr Daten durchscannen. Nee. Angriff. Komm. Der ist schon voll. Ist halt auch voll. Warum sind alle voll? So, dann würde ich sagen, wir haben hier Virus Serum Datei. Klingt gut. Klingt gut. Nochmal speichern, falls irgendwas passiert. Wobei, wir könnten auch in der nächsten Folge gegen die Ether kämpfen, weil dann kommen wieder Zwischensequenzen und bla. Und dann würde ich sagen, ist die Folge heute ein bisschen kürzer, dafür geht die Folge morgen ein bisschen länger. Und wir kämpfen morgen gegen die Ether mit unserer neuen Ultra-Level-Digibody. Ja, nice. Leute, wenn euch die heutige Folge Digimon Story Service gefallen, lassen Daumen nach oben, einen Kommentar und aber da. Links an und praktisch eine Nähencard. Social Media sind in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, was gibt's noch zu sagen außer Tschüss, Silly?